Hallo, hier ist der Matze von cyberblog.de und ich habe hier das Satellite R850 von Toshiba, 15 Zoll Notebook mit mattem Display, das dürfte einige erfreuen. Unter anderem auch mit der neuen Intel i5-2410M CPU, die auch dieses Wireless Display Signal ausgeben kann, das ich hier mit diesem Netgear empfangen möchte. Den habe ich schon in einem anderen Video gezeigt. 15 Zoll Gerät, gehen wir mal ganz kurz zu den Anschlüssen, beziehungsweise einmal erst einen Blick auf die Unterseite. Hier hinten der Akku, 6200 mAh, stark, 7 Stunden soll er aushalten. Hier haben wir zwei Klappen, wahrscheinlich Festplatte, WLAN und noch irgendwas zum Austauschen. Bluetooth 3.0, WLAN, B, G und N Standard. Und 500 GB Festplatte hat er eingebaut. Der Grafikchip ist von Intel, nennt sich Intel HD 3000. Und wie gesagt, kurz mal zu den Anschlüssen. Ganz am Ende auf der rechten Seite ist das Kensington Lock, daneben Ethernet, also Netzwerkanschluss, hier DVD-Brenner. Daneben der eSATA USB 2.0 Combo Anschluss, das heißt, da kann man USB 2.0 oder eben eine Festplatte, eine externe, über eSATA anschließen. Hier nochmal zweimal USB 2.0 und vorne Kopfhörer und Mikrofon in einem. Auf der Vorderseite ist gar nichts soweit, hier sieht man nur den Touchpad-Ansatz. Auf der linken Seite ist dann im vorderen Bereich hier dieser Kartenleser angebracht. Muss man mal angucken, beziehungsweise darunter ist nochmal Multicard-Reader. Daneben dann der USB 3.0 Anschluss und darauf folgend der HDMI-Anschluss und VGA-Ausgang. Hier die dicken Lüfter und am Ende nochmal Netzanschluss. Ja, gucken wir mal, wie der aussieht von innen. Wie gesagt, ein mattes Display, 15 Zoll, 1366x768 Auflösung. Besonders nett bei den Toshiba-Geräten ist mir, dass man die so super weit aufklappen kann. Und hier sieht man halt die Tastatur auch mal. Ist zwar nicht wirklich Chiclet-Style, weil etwas eckiger, aber die Tasten sind auch gut weit auseinander. Und die kleine Space, der kleine Spacebar hier gefällt mir auch ganz gut. Außerdem haben wir hier noch einen abgesetzten Zahlenblock, das ist ja auch nicht gerade alltäglich. Hier kann man wohl das Touchpad an- oder ausschalten noch. Ja, Touchpad ist multitouchfähig, habe ich gelesen. Kann ganz viele tolle Gesten umsetzen. Die Tasten hier am Touchpad selber sind auch, ja, klingen auf jeden Fall, als wären sie ziemlich Druck, hätten sie einen netten Druckpunkt. Fühlen sich gut an. Hier oben im Oberbereich ist ein Schalter, daneben nochmal sowas wie eine Stromsparfunktion und wohl ein extra Schalter, um das Wireless Display Signal auszugeben. Das werde ich unter anderem auch probieren. Ja, hier sieht man noch, dass das Touchpad ein bisschen nach links abgesetzt ist. Ansonsten gefällt mir erstmal ganz gut, glänzt nicht allzu schlimm an irgendwelchen Stellen, dass man was verkratzen könnte oder so. Und ich teste den jetzt mal auf Herz und Nieren, wie immer nachzulesen auf cyberblog.de. Danke fürs Zugucken, bis dahin, der Matze.